wir haben ja alle das Gefühl, dass, und wir wissen es übrigens auch, dass wir nicht mehr in der Art und Weise gehört werden, wie das vor Jahren oder Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Und wenn wir unser Land uns ansehen, dann wissen wir auch, dass das, was früher mal unter dem Gesichtspunkt Pluralismus eine Rolle gespielt hat, gar nicht mehr vorkommt. Und wir sehen seit geraumer Zeit, dass wir, wenn wir uns mit unserer Ansicht artikulieren, wenn wir unsere Ansicht vertreten, wir in Schubladen gestellt werden. Dagegen revoltiert eigentlich jeder, den ich kenne. Wobei ich sagen muss, es ist nicht erst ein Phänomen seit 2015 oder 2016. Wenn man das mal ganz nüchtern sieht, was sich bei uns verändert hat, dann kann man das daran festmachen, dass man seit mehr als 10 Jahren eigentlich offen nur noch unter 4 Augen mit guten Freunden redet. Aber der politische Diskurs, der uns weiterbringen soll, der findet ja gar nicht mehr statt, weil man Angst hat um seinen Beruf, um seine weitere Entwicklung, darüber, dass man auf Listen kommt, dass man Gegenstand einer besonderen Observation ist und. Das heißt, wir leben in einer Situation, die wir uns nie gewünscht haben. Und ich glaube, dass es viele trifft, wenn man sagt, wir wollen das Feld nicht kampflos übergeben. Das ist eine Art von bürgerschaftlicher Revolte, mit der wir es zu tun haben, die deutlich macht, dass wir uns unser Gemeinwesen, unseren Staat anders vorstellen. Ich habe das im Zusammenhang mit meiner parlamentarischen Arbeit, auf die ja eben aufmerksam gemacht worden ist, in den Jahren 2000 folgende sehr deutlich gesehen. Jeder von uns geht ja davon aus, dass Parlamente die Funktion haben müssen, den bürgerschaftlichen Willen zu artikulieren und ihn in das Staatsganze einzubringen. Wir haben seit 2002 eine Situation, wo in den Parlamenten, egal welches Parlament Sie kennen und meinen, in einer solchen Weise folgenlos geredet wird, dass einem nur schlecht werden kann. Dafür haben wir Parlamente nicht ins Leben gerufen, dafür sind sie auch nicht geschaffen worden. Und wenn man sich fragt, warum das eine zum anderen kommt, gibt es dafür aus meiner Sicht auch ganz normale und ganz klare Überlegungen. Wir haben wegen der Entwicklung zur Europäischen Union etwa in der zweiten Hälfte der 90er Jahre eine völlig andere Situation bekommen. Wenn die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag 1998 für 100% der Dinge, die in Deutschland relevant waren, auch die Verantwortung übernehmen konnte, ist aber in Berlin, nicht wegen Berlin, sondern wegen der europäischen Entwicklung von diesen 100% nur 20% angekommen. 80% der Verantwortung sind nach Brüssel gegangen und in Brüssel sind sie nie im Leben angekommen. Nie im Leben. In Brüssel ist es nicht das Parlament, wo die Dinge gelandet sind, sondern es sind Lobbyorganisationen, es sind NGOs der Masse. Und wir müssen erleben, dass auf unsere Lebensverhältnisse, wie die gestaltet werden sollen, nicht wir über die Parlamente und die Regierungen Einfluss haben, sondern Organisationen, deren Hintermänner wir nicht kennen. Und das ist in unseren Bevölkerungen, in unseren Völkern virulent geworden und es kann sich nicht überall so famos artikulieren, wie das hier im Augarten der Fall ist. Wenn Sie mit den Leuten draußen reden, Stellen Sie eins unisono fest, ob Sie in dieses oder jenes Land gehen. Die Leute halten von dieser Systementwicklung gar nichts mehr. Und wenn wir nicht wollen, dass das Ganze kippt, müssen wir uns artikulieren.